Eine Hochschule wird zum Impfzentrum. Das wollte auch Dr. Dennis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, einmal aus der Nähe betrachten und besuchte die Hochschule Koblenz. Die Landesregierung hatte im Vorfeld 30.000 Impfdosen für eine Sonderaktion für junge Erwachsene bereitgestellt. Ich wollte mir einfach vor Ort einen Eindruck verschaffen, wie die Aktion abläuft, wie sie angenommen wird, wie es organisiert ist. Und ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt, wie gut alles organisiert ist. Und wie schnell auch Hochschule und Universität zusammen mit dem Roten Kreuz sich der Aufgabe gestellt haben. Und der Erfolg, glaube ich, gibt auch den Organisatoren sehr recht. Die Hochschule konnte auf die Unterstützung von vielen Seiten bauen. Wir werden unterstützt dazu vom Deutschen Roten Kreuz. Aber organisiert worden ist das Ganze hier von denjenigen, die Sie hier überall im Vorfeld sehen, die innerhalb eben recht kurzer Zeit es geschafft haben, ja, mehr oder weniger ein Impfzentrum aus dem Boden zu stampfen. Es gilt nach wie vor, von alleine wird eine flächendeckende Impfkampagne nicht in ausreichendem Maße umzusetzen sein. Zunächst war die Impfkampagne ja davon geprägt, dass man die priorisierten Gruppen abgearbeitet hat. Leute, die älter sind, die das Risiko haben einfach für einen höheren, für einen schlimmeren Krankheitsverlauf, weil sie auch vielleicht bestimmte Vorerkrankungen haben. Und jetzt müssen wir nach und nach und viel stärker in die Mitte der Gesellschaft noch gehen. Wir müssen auch jüngere Menschen erreichen. Die haben auch manchmal schwierige Krankheitsverläufe. Sie haben aber vor allem ohne Impfung auch sehr starke Einschränkungen in ihrer Lebensqualität, in ihren Entfaltungsmöglichkeiten. Und als Gesellschaft kommen wir da insgesamt nur raus, wenn wir eine möglichst hohe Impfquote erreichen. Dazu dienen eben auch solche Aktionen wie hier in Koblenz. Sonderaktionen wie diese sind zurzeit offensichtlich notwendig, um die Bevölkerung vom Nutzen der Impfungen zu überzeugen. Ich glaube, wir müssen sehr stark vermitteln, was die Vorteile der Impfung sind, dass die Leute persönlich da etwas mit verbinden. Und das fällt im Moment bei manchen ein bisschen schwer. Vielleicht ist es auch so eine trügerische Sicherheit durch die niedrigen Zahlen, die wir im Moment haben. Aber wir wissen nicht, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir wissen nur, die beste Vorbereitung, auf was auch immer kommt in der Corona-Pandemie, ist es, wenn man geimpft ist. Der Hochschulpräsident hat bei dieser Aktion vor allem das Wohl der Studierenden im Blick. Wir wollten unseren Studierenden gerne Impfangebote machen, damit wir im Wintersemester mit Sicherheit sagen können, wir können ein Präsenzsemester wenigstens ganz überwiegend machen. Das war das Wichtige und dafür müssen die jungen Leute geimpft werden. Diese Generation von Studierenden, die wir jetzt hier haben, die sind nicht gerade privilegiert worden in der Pandemie und sie haben sich beispiellos solidarisch verhalten für die Gesellschaft, haben praktisch ihr gesamtes Studium umgekrempelt und dafür brauchen sie jetzt auch die Aussicht darauf, dass wir bald wieder in normale Verhältnisse zurückkommen. Mittlerweile ist die Altersbegrenzung bei dieser Impfaktion aufgehoben. Vom 12. bis 14. Juli können sich volljährige Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz zwischen 9 und 19 Uhr am Rhein-Mosel-Campus in der Konrad-Zuse-Straße 1 impfen lassen. Es ist zu beachten, dass in diesem ersten Impfzeitraum nur Erstimpfungen vorgenommen werden.